Da sind wir wieder angekommen. In der Wildarena. Fantastisch, oder? Mit. Oh. Oh, der wurde gebufft. Da bin ich mal gespannt. Boah, was kann ich denn da picken? Ja, was können wir denn da picken, ey? Hör mal. Ich glaube, ich bann den. Ich habe keinen Deathbreak. Scheiße. Ja, ich muss den bannen. Ich habe keinen Deathbreak. Oh, okay. Weil ich überlegt habe, Chizuka zu nehmen, aber. Habe ich nicht. Ups. Naja. Okay. Müssen wir mit Attack Buff irgendwie auskommen. Hoffen, dass die ein bisschen squishiger sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird Spaß. So, auf wen gehst du? Auf erstmal gar keinen, okay? Okay, du strippst. Wille ist aber fast überall drauf, aber ich mach's trotzdem, weil ich gerne in die Form möchte. Okay, es ist egal, was ich da mache. Deswegen mache ich erstmal nur den. Der Attack Buff ist weg, hä? Finde ich jetzt nicht so geil. Aber okay. Auf wen würdest du denn gehen? Also ich hätte gerne den geschützt. Und hier ein Strip. Oh, okay. Kriegen wir sogar. Das ist gut. Okay. Autsch. Okay, er strippt, ja. Glancing. Gar nicht so stabil. Okay. 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 Wäre ich mal doch da rausgegangen. Aus der Form. Ja, genau aus diesem Grund. Genau aus diesem Grund wäre ich da mal rausgegangen, ey. Na, vielleicht prockt der. Ja, ich. Das war kacke. Ich hätte aus der Form raus. Ich muss direkt aus der Form raus bei sowas. Bei Parterre. Ansonsten ist. Wenn er nicht prockt jetzt. Ein falscher. Ein komplett falscher. Akrom enttäuscht mich jetzt gerade auch, leider. Prock, du musst procken. Wenn du prockst. Du kommst da raus. Ich mach Overkill, komm. Das ist gut. Das ist sogar verdammt gut, dass du da rausgekommen bist. Okay. Du kann sein, dass du trotzdem dead bist. Aber man muss halt schon sagen, ich weiß ja nicht, ist der auf Schaden? Ist der, ne, der scheint nicht auf Schaden zu sein. Okay. Er scheint nicht auf Schaden zu sein. Das ist gut für mich. Und Slow auf Monkey. Ja, gut. Und Push natürlich. Kriegen wir uns Stun? Ja. Okay, dann macht das hoch. Und eigentlich müsste ich jetzt. Ich muss eigentlich am besten mit Parterre. Boah. Okay, müssen wir nicht. Hat sich erledigt. Der Schaden von der Chroma. Holy shit, Alter. Es hat sich erledigt. Chandra First Pick. Dann ist mal wieder Zeit, die Sierra auszugraben. Und jetzt am besten vielleicht auch was Passiv-Aggressives. Gyu, Shizuka. Sowas. Ah, jetzt weiß ich nicht, was Shizuka angeht, außer wir bannen die. Ich muss den Smicer nur schnell wegkriegen. Das ist meine Hoffnung. Das Problem ist, er ist wahrscheinlich auf Wille, stimmt's? Ich habe nämlich keinen Stripper außer Miles. Oder er ist schnell, das kann auch sein. Vielleicht ist der Chandra oder der Smicer schnell, das kann sein. Ja, ist er. Mehr oder weniger. Okay. Na gut, dann gehen wir halt erst auf den Manka. Weil das ein Ziel ist, was ich angreifen kann und ich. Willst du mich natzen, Chroma? Du Stück Kacke, Alter. Du bist so ein Stück Kacke. Ey, wir hätten easy win gehabt. Aber so easy peasy hättest du einfach gekrittet mit deinen 96 Crit. Prock. Nicht du! Warum passiert eigentlich immer mein Gegenteil? Jedes Mal. Oh mein Gott, immer ist der Gegenteil da. Ich krieg's nicht hin, Alter. Ich versteh's nicht. Oh, ich krieg den Strip. Und sie krittet wieder nicht! Okay, das war gut. Hey, das war gut. Das akzeptiere ich. Aber was zum Geier, Chroma, Alter?
Du hast 96 Crit. Wem willst du denn da natzen, Mann? 98! Aber okay. Oh, gab's so? Oh nee, ist das so ein Gapdol-Shit? Oh nee, gegen Gapdol habe ich doch absolut keine Ahnung, was da gut ist, ey. Oh, Jade ist geil. Jade war ich im Überlegen, in diesem Skill-Event zu maxen. Muss ich sagen. Außer, da fehlt noch ein guter Schaden irgendwie. Oder ein solider Schaden. Er bannt die Sierra. Okay, das ist auch das Smarteste, was er machen konnte. Weil ich kann nicht detonieren und es ist kacke, sage ich mal. Weil da Rakuni und Gapso steht. Aber okay. Ja, das war abzusehen. Aber vielleicht kriegen wir trotzdem einen guten Stun irgendwo. Achso, wir kriegen den Stun, aber... Achso, natürlich, ja. Okay. Ja, na klar. Ja, klar. Ja, klar! Okay. Okay. Ich bin auch... Ich frag mich halt ehrlich. Das ist das, was ich mich frage. Wo er den Schaden hernimmt gleich. Oder möchte... Das ist meine Frage. Wo der Schaden gleich kommt. Okay. Irgendwo muss ja der Schaden kommen. Okay. Ja, der hat halt Heal ohne Ende. Und alles drum und dran. Ah, oder mal, ist sie auf Crit-Schaden? Oh ja, das kann sein. Guck mal, der Schaden von der ist nicht bad. Ja, der Schaden von der ist ja actually gar nicht so kacke, ey. Ja. Ja. Wie gesagt, ich war im Überlegen, die mir auch zu bauen, tatsächlich mit dem Free Net 5 Dings da. Ich brauche uns. Nope, krieg ich nicht. Okay, ja. Ist RIP. Naja, sie kann nicht procken. Also safe RIP, das Spiel. Aber ich will mir Jade noch angucken. Okay. Hm. Okay. Ja. Der hat halt sehr viel Passiv-Heal. Der hat Uplink-Zeitverringerung, Death-Buff und Giyu mit Death-Break. Ist an sich nicht schlecht. Wenn man ohne Heal reingeht. Wenn würde ich jetzt mit Heal reingehen, was ich jetzt nicht gemacht habe. Und ja, sie ist safe. Sie ist safe auf irgendwas mit Crit-Schaden oder so. Weil sie ist der Schadensgeber in seinem Team. 100 Pro. Nicht schlecht. Meine Frage. Ist es ein Swift-Werde oder ist es ein Triple-Ref-Werde? Ich vermute, es ist ein Swift-Werde. Ich bin mir fast sogar sicher. Weil, warum, außer für Chandra, sollte der da einen Triple Ref Werde reinsetzen? Alter, was hat der für Premium LD5 Stars, Alter? Imagine mal gute LD5 Stars haben, ey. Bin gespannt, aber ich schätze Swift Werde oder Laura. Ne, Laura? Ja, der Edge Patea wäre da besser gewesen. Hab ich aber nicht. Wen hat er gebannt? Hab ich hingeguckt. Boah, ich hab's schon wieder vergessen. Shit. Wen hat er gebannt? Ich hab keine Ahnung. Ohne ein scheiß Internet. Toll. Will ein Spaß jetzt, ey. Ah, Adriana hat er gebannt, okay. Ja, ist ein Swift-Werde, okay. Ja, war ja abzusehen. Okay. Und er wird nochmal... Er wird... Der wird einfach... belohnt. Er wird belohnt. Mhm. Der wird... Ey, komm. Ich krieg nicht mal einen Deathbreak. Wisst ihr, was ich meine? Ich krieg nicht mal einen verkackten Deathbreak, Mann. Das ist halt wieder, wenn das Spiel nicht will, dass du nicht gewinnst, dann wirst du auch nicht gewinnen. Das ist halt so das Ding. Ne? Okay. Das Gute ist, er hat sie gestunt. Ach komm, ey. Junge, was überlegst du da noch rum? Frag ich mich da.
Alter, ich bin so zerstückelt. Du musst einmal mit dem Wirbeln und sind alle dead. Mach deinen Arsch da ready jetzt, ey. Holy shit, Alter. 3 Jahre später. Und das nur, weil du Premium-Monster hast, du Lutscher, ey. Du hast nicht mal Huhn, Mann. Du hast einfach nur LD5s. Mehr hast du nicht.